Also nochmal herzlich willkommen zur Keynote von den Stadtwerken München. Wer schon im Juli bei der Cloud Native dabei war, der wird ihn vielleicht wiedererkennen, und zwar Michael Frems, der war schon damals Sprecher in anderer Begleitung. Heute dürfen wir uns über seine Begleitung Dr. Marco Nörn freuen. Die beiden sind bei der Stadtwerke München. Michael ist Teil des Leaderships im Bereich neue Technologien und Cloud und leitet ein Team von Cloud Architects und Engineers, das den Aufbau und den Ausbau der Cloud-Plattform sowie die Umsetzung von cloud-nativen Lösungen betreibt. Er verantwortet außerdem die Value Streams Cloud Development und Cloud Hyperscaling und war davor unter anderem beispielsweise bei der ARS für den Bereich API und Cloud zuständig und hat ihn mit aufgebaut. Dr. Marco Nörn, und wirklich dein Titel begeistert mich, weil das man erstmal 5 Minuten mit beschäftigt. Head of Technology Innovation, Cloud und AI und Vice President in Digital Division. Also wow, das ist ein Zungenbrecher. Du leitest den Bereich neue Technologien und Cloud-Plattform und führst ein cross-funktionales Cloud-Competence-Center. Marco verantwortet außerdem die strategische, organisationale, kulturelle und technologische Cloud-Transformation im Konzern. Also nochmal, wow. Und vor seiner Zeit bei den Stadtwerken München war er beispielsweise Executive bei der Accenture Strategy. Und heute erzählen die beiden, wie die Stadtwerke in die Cloud gegangen sind. Eine Success Story. Also wir sind sehr, sehr gespannt. Die Bühne gehört euch und viel Spaß. Ohne Dankeschön. Wow, also nach so einer Begrüßung heißt es jetzt wirklich performen und euch auch noch in der Mittagspause ein bisschen wach zu halten. Wer von euch oder waren viele von euch eben im Vortrag vom Jörg? In der Keynote vor ungefähr einer Stunde. Also ihr werdet sehen, wir haben uns heute erst kennengelernt, eben dann auch an der Bar, aber wir haben ziemlich viele Übereinstimmungen von dem, was ich jetzt hier auch sagen werde. Gut, die Folien sehe ich jetzt noch nicht. Gut, wir sind von den Stadtwerken München. Und wir haben bei uns die Cloud-Reise vor ungefähr 3 Jahren, 2019, gestartet. Wir haben auch versucht, das ganze Thema von Anfang an möglichst stark vom Kunden her zu denken. Wenn ihr heute bei uns reinschaut, dann haben wir 4 Value-Streams, die unterschiedliche Kunden im Konzern bedienen. Also auf der rechten Seite sind 2, die beziehen sich mehr auf die technischen Experten im Konzern. Wir haben eine Umgebung aufgebaut, die nennen wir bei uns Cloud DevOps Plattform. Also eine Umgebung, in der unsere Eigenentwicklerteams, unsere Data Scientists möglichst frei in der Cloud arbeiten können, neue Use Cases entwickeln und sie am Ende dann auch deployen. Wir haben auch das Thema Hyperscaling bei uns genannt. Da geht es letzten Endes darum, Hosting Services aufzubauen, SAP in die Cloud zu migrieren, bestehende Anwendungen in die Cloud zu migrieren oder gerade Simulationssoftware, wo wir flexible Infrastrukturen haben, aufzubauen. Und wir haben in der letzten Zeit auch zunehmend stärker angefangen, mehr in Richtung der Fachbereiche mehr Freiheiten zu geben. Das eine Thema ist das Thema Software as a Service. Ja, also wir haben viele Software as a Service Lösungen in der Vergangenheit eingeführt und jetzt relativ neu einen Bereich, den wir Citizen AI nennen. Also wenn ihr in die Hyperscaler schaut, dann habt ihr ja relativ viele Computer Vision vorprovisionierte Templates, Text-to-Speech. Und das öffnen wir jetzt auch zunehmend mehr in Richtung unserer Fachbereich, dass ihr eigenständig darin arbeiten könnt. Also ein ganz großes Thema. Dann zum Beispiel, wenn ihr in Zukunft in München mit der U-Bahn fahrt, werdet ihr über die Cloud die Ansagen bekommen und nicht mehr bei Menschen dahinter. Nun, warum ist es aus unserer Sicht eine Erfolgsgeschichte? Warum glauben wir, dass wir hier erfolgreich waren? Naja, wir haben 2019 eigentlich noch ohne Team gestartet. Also wir sind alle nach und nach in den Konzern reingekommen. Und mittlerweile haben wir es geschafft, sowohl bei uns im Bereich als auch in der IT, knapp 60 bis 70 wirkliche Cloud-Experten auszubilden. Wir haben angefangen mit sehr, sehr einfachen Use Cases. Wir haben immer gesagt, die ersten Use Cases, die wir nehmen wollen, sollen doable sein. Also wir müssen es schon können zu einem gegebenen Zeitpunkt. Learnable, dass wir auch selber was daraus lernen für unsere Transformation und auch einen gewissen Showcase-Charakter in Richtung der Fachbereiche haben. Und mittlerweile haben wir einen Punkt erreicht, wo wir auch zunehmend mehr businesskritische Applikationen in die Cloud schieben. Wir haben, das seht ihr ja in der Zahl, wir haben es geschafft, in den 3 Jahren mit Fachbereichen zusammen, mit einem Team über die gesamte IT hinweg, mittlerweile knapp 100 Applikationen in die Cloud zu schieben. Das meiste davon sind kleinere Software-as-a-Service-Lösungen. Aber das hat uns sehr geholfen, auch die Cloud-Transformation im Konzern überhaupt mal anzustoßen. Und aktuell sind wir gerade dabei, einen großen Teil von neuen Applikationen auch nach und nach rüberzuschieben. Unter anderem auch Themen wie SAP. Und ja, wir sind mit Sicherheit auch in dem einen oder anderen Bereich effizienter geworden. Wir haben in dem einen oder anderen Bereich Kosten gespart und wir sind jetzt auch schneller in der Bereitstellung von Ressourcen in der Cloud geworden. Nun, wir haben vieles davon in den letzten 3 Jahren auch ein Stück weit auf die harte Weise gelernt.
Ja, wir haben das mal bei uns immer so ein Stück weit klassifiziert, wie wenn man eine neue Kompetenz aufbaut, wie wenn man was Neues lernt, ne? Also Fahrradfahren lernt oder Autofahren lernt. Am Anfang ist man in einer wirklichen unbewussten Inkompetenz. Man weiß eigentlich noch gar nicht, was man noch gar nicht kann im Konzern. Und das war bei uns auch so, ne? Wir haben 2019 eine Cloud-Strategie verabschiedet und Jörg, genau wie du eben gesagt hast, es war eigentlich eine Cloud-Strategie, dem Management said so. Ja. Und ja, die Idee war dann auch, Mensch, also jetzt haben wir eine Cloud-Strategie, guck doch, dass der Konzern bis zum Ende des Jahres Cloud-ready ist. Hat nicht so ganz funktioniert. Aber es war ein ordentlicher Push dann auch dahinter. Und er hat uns sehr, sehr geholfen. Wir haben relativ schnell verstanden, es gibt kulturelle Hürden, die wir überwinden müssen. Es gibt technische Hürden, ja auch. Und es gibt organisationale Themen, die wir angehen müssen. Sodass wir nach und nach dann es auch geschafft haben, in eine bewusste Cloud-Kompetenz zu kommen. Der große Schritt für uns in der Zukunft ist wirklich, dass Cloud mehr und mehr ja auch zum Herzstück, zur DNA im Konzern letzten Endes wird. Und die 7 Erfolgsfaktoren, die für uns da maßgeblich waren, die stellen Micha und ich jetzt mal vor. Und ich glaube, der 8., den wir am Ende noch haben, ist eigentlich der wichtigste. Was war das erste? Relativ trivial. Wir haben gesagt, communicate, communicate, communicate und don't forget to communicate. Also wir haben wirklich, wir sind durch den ganzen Konzern gerannt, durch Leadership, durch verschiedene Fachbereiche, durch die IT durch. Wir waren gefühlt in jedem möglichen Showfix drin gewesen. Wir waren in allen möglichen Innovationsmeetings drin. Wir haben Hospitationen gemacht von Kolleginnen und Kollegen bei uns drin und sehr viele Artikel intern geschrieben. Wir haben sogar eine Oscar-Verleihung gemacht, eine interne, als wir eine Cloud-Plattform für uns ausgewählt haben im Konzern. Das war sehr, sehr wichtig und das ist etwas, was auch sehr, sehr viel Zeit kostet, aber wirklich wert ist, da rein zu investieren. Dann, was man sehr viel liest und was ich zu meiner Beraterzeit vor den Stadtwerken auch immer wieder gesagt habe, Cloud bedarf ein Leadership-Commitment. Das ist richtig, aber aus unserer Sicht, wir haben gelernt, es ist viel wichtiger, auch ein Leadership-Engagement dahinter zu haben. Es ist ein relativ großer Change, Jörg, du hast es auch eben gesagt, es ist ein sehr, sehr großer Change für die Organisation, für die Art, wie wir arbeiten, für die Art, wie wir denken im Konzern. Ja, das heißt, es ist wirklich auch wichtig, dass Senior Management das auch entsprechend vorlebt und wirklich auch sagt, ja, das ist der Weg, den wir jetzt gehen. Ja, wir werden uns verändern. Wir werden eben nicht 1:1 alles so, wie wir es heute hatten, auch in der Cloud exakt so wiederfinden. Und der dritte noch, dahinter auch wirklich eine Change-Architektur zu legen. Was müssen wir eigentlich verändern? Und das war etwas, was wir wirklich, ja, was wir auch ein bisschen auf die harte Art und Weise gelernt haben. Ne? Bestehende Prozesse anpassen. Ja? Also wirklich Prozesse nicht nur anpassen eigentlich, sondern neu denken. Ja? Enterprise-Architektur-Management hat sich bei uns grundlegend verändert. Wir denken nicht mehr in Bebauungsplänen, sondern wir denken jetzt viel mehr in Freiräume lassen für die Fachbereiche. Ja, dann die ganzen Themen, wie gehe ich mit Security in der Cloud um? Früher habe ich viele Security-Guidelines geschrieben, freigegeben. Jetzt muss ich mich auch ein Stück weit auf einen Anbieter verlassen und einfach das, was er mir vorgibt, er oder sie mir vorgeben, dann entsprechend noch adaptieren. Demokratisierung, also ja, Entwickler bekommen mehr und mehr Freiräume auch bei uns, ne? Dass sie also eigenständig ihre Infrastruktur in der Cloud aufbauen und dann auch betreiben können. Ja, genauso Fachbereiche, ich hatte vorhin das Thema Citizen AI angesprochen, können nun auch eigenständig in der Cloud arbeiten und Lösungen für sich entwickeln und die dann entsprechend auch rausbringen. Und der ganze grundlegende kulturelle und organisationelle Shift dahinter ist DevOps. Ja, also wirklich eine Produktorientierung auch mitbringen. Und das ist etwas, da haben wir die ersten Schritte oder sind die ersten Schritte gegangen, aber da ist auch bei uns noch ein weiter Weg vor uns. Es waren so die kulturellen Schritte, die wir angegangen sind. Und Michael, magst du ein bisschen mehr zu den technologischen sagen? Klar, sehr gerne. So funktioniert das. Wenn wir Richtung die technologischen gehen, wir haben gesagt, wir machen eine Preferred Cloud Plattform, so haben wir das genannt. Vielleicht mal kurze Definition, man kann Richtung Single Cloud gehen, das heißt, man geht auf einen Cloud Provider und nutzt nur diesen und keinen anderen. Man kann Vollgas Richtung Multicloud gehen und sagen, man nimmt jeden Cloud Provider und kann da alles in Richtung machen. Wir haben gesagt, wir gehen Richtung Preferred Cloud Strategie. Hat den Vorteil, also Preferred Cloud Strategie ist für uns, wir haben uns auf einen Cloud Provider geeinigt, haben uns für den entschieden. Wir wollen möglichst jeden Use Case auf diesen Cloud Provider machen. Wenn aber ein Fachbereich auf uns zukommt und sagt, hey, auf diesen einen Cloud Provider funktioniert das nicht, dann gehen wir auch auf einen anderen und unterstützen das. Warum haben wir das gemacht? Wir bauen jetzt halt hier eine Cloud Landing Zone für den kompletten Unternehmen auf, für den kompletten Konzern auf. Das ist ein bisschen Aufwand, der damit dazukommt. Ja? Das kann man nicht unterschätzen. Deswegen wollen wir das in erster Linie mal bei einem machen, und wollen da aus unseren Fehlern lernen, wollen dazulernen und das, wenn es dann woanders brauchen, dann machen wir das woanders auch. Wir haben uns
für diese Entscheidung viel Zeit genommen. Wir haben uns dafür 3 bis 4 Monate Zeit genommen, haben mal AWS, Azure und GCP miteinander verglichen, haben da verschiedene Cases drauf deployed, haben mit Erfahrung gesammelt, haben komplett eine IT mit reingenommen. Also wir haben da wirklich aus jedem Bereich Experten mit reingenommen und gesagt, schaut mal mit drauf, gebt mal euren Input, damit wir das zu einer wirklich guten Entscheidung kommen und dass wir für die Stadtwerke die perfekte Lösung finden. Hat einfach den enormen Vorteil, wir sind bei den Stadtwerken, haben wir in der IT über 500 Leute, wir haben über 10.000 Mitarbeitende im kompletten Konzern. So können wir auch verteidigen, warum wir jetzt in unserem Fall auf Azure gegangen sind und nicht auf irgendwas anderes gehen. Ansonsten haben wir immer sehr viele Diskussionen. Das heißt, Preferred Cloud Strategie hilft uns, dass wir schnell vorankommen und können die Komplexität reduzieren, wenn wir es dann aber doch brauchen, und das haben wir jetzt im AWS-Fall tatsächlich, wir bauen das AWS auch noch als zweite Plattform auf, dann sind wir da flexibel genug, dahin zu gehen. Der nächste Success-Faktor, start with the new cases. Marco hat es gerade schon ein bisschen gesagt oder hat es angedeutet, wir machen ein bisschen was Richtung AI. Wir bauen die komplette Cloud-Plattform, die komplette Cloud-Journey, die wir machen die Use-Case-getrieben. Wir wollen von Anfang an zum einen Mehrwert aufzeigen und zum anderen aber auch unsere Plattform an unseren internen Kunden aufbauen und daran orientieren. Wir wollen uns also nicht in den Keller einsperren und 3 Jahre lang diese Plattform aufbauen und sagen, hey, hier ist sie, und jetzt suchen wir erstmal Use-Case und merken dann, ah, shit, das ist vielleicht doch nicht genau das Richtige. Das heißt, was wir machen, wir holen uns neue Use Cases rein, geht relativ gut mit AI. Marco hat es schon angesprochen, Richtung Durchsagen bei den Haltestellen. Wir haben erstmal einen Text genommen, deutschen Text, haben auf mehreren Sprachen übersetzt, haben da eine Sprachausgabe hinten noch dran gemacht, sind damit zu den Fachbereichen gegangen, haben geschaut, wer anbeißt. Die MVG hat angebissen und jetzt machen wir das da bei denen, mit denen zusammen und machen daraus ein Produkt. Hilft uns auch, Richtung Management zu gehen und sagen, hey, die Cloud hat wirklich einen Mehrwert. Also wir sind hier in einem kompletten Change drin. Wir müssen irgendwo auch sagen, die Cloud, die bringt uns voran. Und genau sowas hilft uns dabei weiter. Und drunter steht noch, do not go lift and shift. Do not copy on-premises structure to the cloud. Ich glaube, es bringt wenig, den IaaS-Stack einfach Richtung Cloud auf dem IaaS-Stack zu shiften. Dann nimmt man die Vorteile von der Cloud nicht mit. Das kann man machen, wenn man sagt, man will das eigene Rechenzentrum irgendwie abschalten und da die Hardware einsparen und das Gebäude einsparen, dann kann man sowas machen. Aber ansonsten hebt man da die Vorteile von der Cloud nicht. Der 6. Success-Faktor, wir haben alles im Code. Also ich glaube, ich muss jetzt hier nicht viel über Infrastructure as Code und die Vor- und die Nachteile reden. Aber es ist bei uns eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Ich habe ein Beispiel, das ist jetzt 1-2 Wochen her. Wir haben eine Hub-and-Spoke-Architektur im Netzwerkbereich bei uns aufgebaut. Wir haben jetzt eine neue Version, wir müssen da migrieren. Ein Kollege von mir oder von uns hat dann ein Skript geschrieben, wie wir von der Version 1 zu Version 2 kommen. Dieses Skript kann man einfach ausführen. Er hätte auch ein Handbuch schreiben können, irgendeine Step-by-Step-Guide, wie man das machen kann, wie man da durchklicken kann. Aber er hat es gleich in Code gegossen. Damit tut man sich zum einen leichter zu migrieren und auf der anderen Seite hat man da die Wahrheit schon drin und es ist sicher, jede Migration läuft genau gleich. Das ist unser Mindset, was wir dahinter haben. Wir haben, wenn es in die Cloud geht, wirklich 100% im Code stehen. Zweiter Punkt, der hier mit dabei ist, undefined standard vessels for developers to use. Wir wollen den Entwicklern viel Freiheiten geben. Das heißt, wenn die bei uns auf die Cloud-Plattform drauf gehen, dann dürfen die im Grunde alles machen. Die dürfen nichts im Netzwerk machen, sicherheitskritisch. Sie dürfen sich nicht Rechte geben, weil man dann da auch ein Sicherheitsloch hätte. Aber davon abgesehen dürfen die alles machen. Trotzdem wollen wir die an die Hand nehmen, weil die Cloud sehr komplex ist. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach, wenn man da hingeht. Das heißt, was wir machen, wir basteln Terraform-Module. Und diese Terraform-Module, die sind Open Source oder Inner Source. Bei den Stadtwerken kann das jeder sehen, kann jeder auschecken, kann gucken, wie es konfiguriert, kann die gegebenenfalls auch bearbeiten und kann die hernehmen und darauf dann die Infrastruktur für die Entwickler mit aufbauen. Funktioniert auch sehr gut, wenn wir das im Code machen. Auch hier hätten wir eine Anleitung schreiben können, sagen, klick hier, klick dahin, klick dorthin, bringt aber nicht viel. Wenn es im Code ist, ist überall dieselbe Qualität und wir können das komplett einfach durchgeben. Übrigens, was wir hier an der Stelle jetzt auch machen, weil wir hier viel Richtung Self-Service gehen und auch Self-Service-Portal, wir haben jetzt werden 2 neue Kollegen einstellen, das technische Redakteure sind, die sich dann nur darum kümmern, wie man die Informationen nutzergerecht aufbereiten kann und auf welchem Weg man macht. Macht man das im Confluence, macht man das im Git, macht man das vielleicht gar nicht textuell, macht man das vielleicht über einen Podcast oder ein Video oder wie auch immer, die sich genau damit beschäftigen, damit es für die Entwickler oder für unsere Kunden der Cloud-Plattform nutzergerecht aufbereitet wird.
Siebte Success-Faktor, do not reinvent the wheel, go cloud native and build for fast. Container will become legacy in the future. Ich habe auf der rechten Seite mal, und das Diagramm müssen wir uns nicht so genau anschauen, mal unseren Workflow aufgemalt, wie wir bei uns das Billing machen. Bei uns ist einmal im Monat, geht bei uns ein Prozess durch, der anschaut, wer welche Kosten verursacht hat. Und wir haben sogenannte Shared Costs, sowas wie Netzwerk, das verteilen wir auf alle Projekte auf. Das ist dieser Workflow, der auf der rechten Seite ist. Am Ende wird dann eine Mail rausgeschickt mit den Informationen. Worum es hier aber eigentlich geht, ist die Technologien, auf die wir setzen. Wir haben eine Azure Cosmos DB, wir haben Storage Accounts, Service Bus, wir haben die Azure Functions und die Azure Logic Apps. Wir hätten das Ganze auch auf dem AKS, auf dem Kubernetes machen können. Worauf wir uns aber in erster Linie konzentrieren wollen, ist die Wertschöpfung. Was bringt uns eigentlich voran? Und was uns hier an dieser Stelle, in diesem konkreten Beispiel voranbringt, ist die Logik. Wie kommen wir an die Informationen, wer wie viel Geld oder wie viel Kosten verursacht hat und wie kriegen wir die an den Gesundheit, wie kriegen wir die an unsere Kunden? Hätten wir das jetzt mit AKS gemacht, hätten wir uns mit einem AKS rumschlagen müssen da schauen, dass das Ganze weiter betreiben und müssen uns dann mit solchen Sachen beschäftigen. Was von uns den Fokus wegnimmt auf das, was eigentlich unsere Wertschöpfung ist. So, und aus diesem Grund gehen wir Richtung Cloud Native. Wir wollen die Cloud-nativen Dienste nutzen. Mit Cloud Native meinen wir die Azure Managed Services an der Stelle. Genau. Und das sind die 7 Key-Faktoren, die wir haben. Wir sind einmal nochmal komplett aufgelistet, die von Cloud Culture und Cloud zu Cloud Technology runtergehen, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind. Ich denke, wir sind da sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Wäre ich jetzt noch im Juli auf der Bühne gewesen mit den Cloud-Native Rockstars, hätte ich es von der Bühne gehen können. Jeder könnte sagen, Zugabe, Zugabe, Zugabe. Ich hätte noch was gehabt. Marco hat es gespoilert. Wir haben noch einen weiteren ganz, ganz großen Key-Success-Faktor und das ist das Team. Wir haben ein brutal geiles Team. Marco und ich, wir haben das Glück gehabt, dass wir das Team komplett neu aufbauen konnten. Also wir konnten bis auf einen, der bei uns intern in Stadtwerken schon war, konnten wir alles selber einstellen. Und das ist ziemlich cool. Wir haben, wenn wir so einen Change machen, dann kommt natürlich sehr viel auf uns zu. Also es gibt die einen, die keinen Bock auf die Cloud haben und sagen, das ist ja gefährlich und Datenschutz. Und das macht man ja nicht, man ist ja abhängig von amerikanischen Unternehmen. Und es gibt die anderen, die zu uns rennen und sagen, wow, endlich Cloud, wir können endlich mal was machen. Also wir haben ziemlich viele Einflüsse. Und das Ganze kriegt man nur gehandelt, wenn man ein cooles Team hat, auf das man sich verlassen kann. Großer Vorteil bei uns ist, es klingt immer so banal, aber wir stellen die Leute ein und setzen die darauf an, auf das sie auch Bock haben. Also wir haben Cloud Engineers und Cloud Architekten, die unterschiedlichen Background haben, die uns das natürlich ganz hochziehen. Wir haben Cloud Security Architekten, die Bock haben, SQL zu schreiben. Wir haben Leute, die wirklich Bock haben, sich mit Datenschutz auseinanderzusetzen, mit ganzen Vertragsthemen. Ich habe gerade den technischen Redakteur angesprochen, der jetzt kommt, der Bock hat, Dokumentation zu schreiben. Also wenn ich zum Entwickler gehe und sage, schreib Dokumentation, dann rennt er raus. Das ist auch ein ganz, ganz großes Geheimnis, was bei den ganzen Folien davor immer nicht mit dazu kommt. Ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben. Vielen Dank. Dann sage ich herzlichen Dank an euch zwei. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Ja, da sehe ich eine Hand. Schau mal, hier. Der Würfel. Einfach reinsprechen. Ach so, oh wow. danke erstmal für den Vortrag, fand ich toll. Gerne. Frage, dadurch, dass ich hier auch in München lebe seit 4 Jahren und das Münchner Stadtwerk, sage ich jetzt, ja, eigentlich überall präsent ist für mich. Wenn ihr jetzt erzählt, dass ihr eine Cloud-Strategie seit 2019 gefahren habt oder fährt, wie merke ich das persönlich als Bewohner, sage ich jetzt mal, von München? Weil du nämlich vorhin erwähnt hattest, dass das Wichtigste für euch war, nah am Menschen zu sein. Und wie merke ich das, beziehungsweise wie ist da eure Strategie? Also wir hatten nah am Business bei uns drin sein, aber ich hoffe, dass du darüber auch in der
nächsten Zeit das ein oder andere auch merken wirst. Das hängt davon ab, wir haben relativ viele Services in der SWM, die wir eigen entwickeln, die an der Kundenschnittstelle sind. Das sind Anwendungen, wie du wirst es kennen, wie die MVGO, also Mobilitätsplattform letzten Endes, um von A nach B zu kommen und deine Tickets zu kaufen. Oder halt eben auch die ganzen Ansagen an den Haltestellen. Das sind Themen, wo wir einen Beitrag leisten bei der Digitalisierung jetzt gerade. Also gerade die Ansage an den Bahnsteigen, das ist tatsächlich einer der ersten wahrscheinlich, über das du es auch wirklich merken wirst, dass wir das jetzt in mehreren Sprachen dort automatisch ausgeben können und die Leitwarte bei uns das dann noch selber anspricht. Da wird sich vielleicht in der nächsten Zeit noch ein bisschen die Stimme ändern, weil da haben wir noch so ein paar Themen. Die erste Stimme kam Feedback aus der Stadt. Wir hatten es am ersten am Sendlinger Tor eingeführt und da hieß es, die klingt so ein bisschen wie in Squid Games. Diese Ansage kurz bevor das Gemetzel losgeht. Das war dann vielleicht nicht die beste Werbung für uns. Und das heißt, wir haben jetzt im ersten Schritt eine andere Stimme dahinterlegt und jetzt werden wir im nächsten Schritt auch tatsächlich schauen, dass wir eigene Stimmen dort einsprechen. Vielleicht dann auch bayerisch als Sprache dann letzten Endes drin haben. Also ich bin kein Bayer, aber habe viel gelernt in den letzten 3 Jahren dort. Und das andere natürlich auch, dass sich die Eigenentwicklung ein Stück weit weiterentwickelt. Also wir können dann auch mehr und mehr, und Michael hat es ja gesagt, wir setzen, wo immer es geht, auch relativ weit oben im Tech-Stack an, sodass wir auch ein paar Services aus der Cloud mit reinziehen können und dadurch vielleicht auch unsere Services weiterentwickeln können. Und dann vielleicht auch schneller werden mit neuen Anwendungen. Aber ich glaube tatsächlich, das meiste, wo du es im Moment siehst, ist an den U-Bahn-Stellen. Super, danke. Gerne. Perfekt. Wir hätten online auch noch 2 Fragen, aber dann reichen wir hier erstmal weiter. Tolle Story, vielen Dank. München, Personalthema, wie setzt ihr euch durch gegen die anderen attraktiven Möglichkeiten für ITler? Du oder ich? Ich kann anfangen. Also in jedem Vorstellungsgespräch, in dem ich unterwegs bin, kommt raus, hey, ist es geil für die Stadt, was zu machen, in der wir wohnen. Also wir kommen viel über die Werte, die mit dabei sind. Man tut was für die Stadt, in der man ist. Wir sind sehr nachhaltig orientiert, wir sind familienfreundlich, Work-Life-Balance, was das Ganze angeht. Man hat einen Konzern hinten dran, man hat eine relativ hohe Sicherheit. Das sind tatsächlich viele Werte, die viel zählen. Marco bringt, glaube ich, auch noch ein bisschen Magie mit rein, wenn er ein Gespräch drin ist. Ist ein guter Menschenfänger. Im positiven Sinne, im sehr positiven Sinne. Also wir haben es auch geschafft, für uns eine sehr gute Kultur mit aufzubauen. Und das catcht dann auch an der Stelle. Perfekt. Dann vielleicht mal die Frage aus der Online-Audience. Und zwar, jetzt arbeitet ihr sehr viel mit nativen Funktionen von Azure. Wie sieht denn im Notfall die Exit-Strategie aus? Klassikerfrage. Bitte? Nix. Also im Grunde, es gibt immer so einen Vergleich von GCP, von AWS und von Azure. Und die ganzen Geschichten, wenn man auf CaaS, auf PaaS, auf FaaS-Ebene ist, hat eigentlich jeder von diesen Hyperscalern irgendein Angebot, was mit dabei ist. Das heißt, wir können da schon auch hin und her schieben. Wir bauen jetzt gerade eine zweite Plattform mit AWS auf und sind in Zukunft auch ein bisschen schneller unterwegs. Zusätzlich ist es auch so, dass wir On-Premises und Kubernetes noch mit aufbauen, den man dann auch für sowas zur Not nutzen könnte. Das Ganze ist am Ende des Tages auch immer ein bisschen eine Risikoabwägung. Also kann das passieren oder kann das nicht passieren? Meistens kommt es, ja, die Preise könnten ja anziehen. Wenn man sich überlegt, wie oft bei SAP die Preise angezogen werden, verglichen mit einer Cloud, weiß ich nicht, wer da bei diesem Vergleich gewinnt, beziehungsweise schon. Und zum anderen müsste man ja dann immer eine Alternative aufbauen. So das, was ich vorhin mit der Wertschöpfung gemeint habe. Wenn ich das jetzt komplett, wenn wir unabhängig machen würde, dann müsste ich sofort alles auf und müsste es betreiben und das hat einen hohen Kostenanteil und bremst auch komplett aus, den ich aber garantiert habe. Verglichen zu, was ist, wenn Microsoft Azure es nicht mehr gäbe, die Wahrscheinlichkeit ist für mich relativ gering, weil er einfach sehr viel unterwegs ist, dass man dann die Aufwände und die Kosten hat. Aber selbst wenn es passieren sollte, kommen wir da relativ schnell wieder weg. Perfekt. Leitet direkt über zur nächsten Frage aus der Online-Audience. Kosten. Kostenoptimierung ist ja häufig auch ein Thema, warum man sich für die Cloud entscheidet und am besten geht der Plan auch auf. Habt ihr jetzt schon ein Gefühl dafür, ob euer Plan aufgegangen ist, ob ihr Kosteneinsparungen einfahrt und wenn ja, kann man das vielleicht schon so ein bisschen prozentual terminieren? Also es kommt tatsächlich darauf an, wo wir hinschauen. Also wir haben uns sehr bewusst auch am Anfang in der Cloud-Strategie, also wir haben uns Ziele gesetzt, Kernziel, wir wollen schneller werden, ne? Unsere Time to Market in der Eigenentwicklung beispielsweise steigen. Wir haben auch gesagt, wir wollen skalierbare Kosten hinbekommen, aber wir haben nicht gesagt, dass eine Kernprämisse ist, Kosten zu reduzieren.
Ich glaube, das kann funktionieren, das muss aber nicht unbedingt funktionieren. Wir sehen es jetzt in einigen Bereichen. Also wir sehen es, wir haben relativ viele Anwendungen im Konzern, die, wir hatten das eben als Hyperscaling genannt, die Infrastrukturen zu gewissen Zeitpunkten brauchen. Simulationssoftware wie beispielsweise bei Standortauswahl von Windrädern, im Handel für Energiepreismodelle vorherzusagen und. Ja, da haben wir natürlich einen Hebel. Ne? Also wenn wir dort halt eben nicht mehr Server und Rechenkapazitäten in-house vorhalten müssen, haben wir darüber natürlich einen Hebel, das entsprechend zu reduzieren. Ich glaube, da war der Hebel tatsächlich bei den Cases, ich meine, er war bei ein bisschen mehr als 80%, kann ich jetzt auch nicht mehr genau sagen. Wir hatten auch eine On-Premises-Cloud-Plattform bei uns im Konzern gehabt, ne? Und die haben wir jetzt damit auch abgekündigt. Da haben wir jetzt tatsächlich auch darüber schon knapp 70%, ja, also auf ein Drittel der Kosten ungefähr runtergegangen. Und so werden wir mit Sicherheit auch noch weitere Hebel haben, aber ich glaube, es ist wichtig, diese Kosten bauen sich eigentlich erst über einen längeren Zeitraum ab. Weil es ist ja nicht so, ich schiebe jetzt etwas in die Cloud und genau den Server oder den Komponenten vom Server ziehe ich dann raus und ist weg. Ja? Sondern ich brauche ja dann auch einen Plan über die Zeit, wie ich auch einzelne On-Premise-Systeme vielleicht ja rückbaue, ja, die ich in die Cloud gebe. Das heißt also, es ist ein sehr weit nachgelagerter Effekt, bis man dann tatsächlich spürt. Das wollte ich auch gerade sagen, wahrscheinlich langfristig dann gesehen. Genau. Ja. Vielleicht noch ein zweiter Punkt dazu. Also wenn man Richtung Kostenoptimierung geht, dann braucht man auch eine Kostentransparenz. Ja. Das heißt, man muss ganz genau wissen, wo die Kosten anfallen. Das kriegt man in der Cloud out of the box mit. Im eigenen Rechenzentrum ist das schwer. Bei Azure ist es so, ich glaube bei AWS und GCP ist es genauso, die geben dir sogar Tipps, wie man Kosten sparen kann. So, das heißt, wenn man dem Pfad gehen will, hat man über die Kostentransparenz auch nochmal einen Vorteil. Super. Da habe ich gehört, ist auch noch eine Frage. Vielen Dank auch für den interessanten Vortrag und den Sprechwürfel, hatte ich so auch noch nicht. Ich habe auf den Folien gesehen, Microsoft 365, macht ihr die Backups dafür on-prem oder macht ihr die nach eurer Strategie tatsächlich auch in der Cloud? Das ist ein guter Punkt. Wir haben zumindest angefangen, mit den Backups tatsächlich on-premises zu machen. Weißt du, wie das im letzten Stand ist? Ist eine Detailfrage. Also ich weiß, dass es eine Diskussion war, liegt bei uns aber nicht im Team, aber ich meine, sie wollten es von Azure runterziehen, damit das Backup woanders ist. Aber das ist gerade sehr im Detail drin, kann ich so. Klar. Cool, wir sind draußen, also direkt hinter der Tür, immer geradeaus. Ja, super. Das finden wir. Ich habe gesehen, hier sind noch ein paar Fragen und online haben wir tatsächlich auch noch ein paar Fragen. Aber mit Blick auf die Uhr und das, was meine Nase gerade empfängt, würde ich sagen, wir starten jetzt in die Mittagspause. Wir haben ja noch das Glück, dass ihr beide auch noch ein bisschen mit da seid. Ich weiß auch, nachher beim Wiesen-Warm-up sind sie auch mit dabei. Vielleicht reizt es den einen oder anderen ja auch noch am Nachmittag zu bleiben und mit uns noch mal anzustoßen. Ne? An euch beide sage ich vielen herzlichen Dank für die Keynote. Es war wirklich grandios. Ein zweites Mal mit Blick auf Cloud Native. Also danke. Sehr.